Soon! Namen zusammen! Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier bei unserem kleinen Stream gegen die Einsamkeit an diesem wunderschönen Mittwochabend. Ist mal wieder etwas knapp geworden bei mir. Wir müssen eben noch kurz was testen. Schatz hat mir letztes Mal so eine wunderbare GIF gegeben. Oder wie wir Experten sagen, eine GIF, ne? Und ich musste sie leider gerade suchen, denn ich habe sie mir irgendwo hingespeichert und vergessen wo. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen spät dran und ich habe da jetzt was vorbereitet. Wir müssen nur gerade kurz gucken, ob es auch reinpasst. Deswegen, warte, wir testen jetzt mal kurz. Ja, wunderbar, es passt doch rein. Siehst du, sehr schön. Damit ist das auch erledigt. Im Zeichen der Sandwich-S-Animation haben wir uns für diese wunderschöne GIF hier entschieden. Von Plankton, der sein eigenes, wie heißt das, Fraß oder so isst, ne? So, ja, aber jetzt erstmal wunderschönen guten Abend hier bei diesem wunderschönen Mittwoch. Ich muss jetzt mal gucken, wer da ist. Der Daddle Drake hat hier irgendwas gemacht. Du hast ein Abo verschenkt. Grüße gehen raus. Danke für den Verschenken des Abos. Wer ist am Start? Daddle Draggy ist da, HD Fox ist da, Dela Dragoon ist mit am Start, der Gelbfuchs natürlich hier, Schatzi ist wieder mit dabei, Fauna Cross ist auch mit dabei, Razy ist da, Norin ist da, Yuko mit am Start, das siehst du, ich habe deine Nachricht noch gar nicht gelesen, Grüße gehen raus, Yuko, ist angekommen, hab aber noch nicht keine Zeit gehabt, bis jetzt irgendwie mal irgendwelche Privatnachrichten zu lesen, der W ist mit dabei, Norbend! Und die Real Metal Mutti, Grüße gehen raus an die Real Metal Mutti, immer noch ein wunderbarer Nickname, muss ich sagen, Grüße gehen raus an dieser Stelle. So, jetzt muss ich eben mein Stuhl hier noch so hineiern, dass ich mein geiles Fußwärmekissen zwischen, das muss alles passen. So Leute, ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit, ne? Der W, danke für dein Prime, danke für dein Prime, 22 Monate, es ist ja im Grunde aber auch Pflicht, ne? Also muss man ja so sagen. Wir legen jetzt erstmal los, Leute. Ich starte direkt mal rein ins Game. Ich habe natürlich nicht weitergespielt, alles brav und entspannt. Ich habe mich immer noch nicht gespoilert. Insofern passt die Sache. Und wir gehen rein, Leute. Wir gehen rein. Wie gesagt, heute können wir gerne wieder Multiplayer machen. Ich würde dann aber heute, auch alle, die heute mitmachen wollen, ihr dürft gerne Multiplayer-mäßig mit reingehen, aber ich ignoriere euch dann, weil wir müssen halt Progress machen. Also wir können halt nicht den ganzen Tag nur Multiplayer-Gedönse machen. Wir müssen voran. Aber ich habe kein Problem damit, wenn jemand rumläuft und ihr lustig mir um die Nase und so weiter rumlauft. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das gerne machen. Ne? Aber heute ist Focus-Story, damit wir vorankommen. Ne? Das ist wichtig. Das ist wichtig. Denn wir sind letztes Mal nicht so viel vorangekommen in den 3 Stunden, muss ich einfach mal sagen. Erstmal ein Bier holen, das ist vernünftige Einstellung. Ich habe hier einen übergroßen, riesigen Mega-Kaffee am Start. Damit, oh, scheint, er reflektiert leicht grünlich und scheint durch. Ist doch schön. Ah, wunderbar. So, Leute. Wo hatten wir denn aufgehört? Ich freue mich sehr auf den Abend. Schwabi, ich freue mich auch. Wir legen jetzt erstmal los. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal in der Gegend um. Leveln ein bisschen, ein Heilball, wunderbar. Und arbeiten uns vor in Richtung der Stadt, vor der wir waren, dass wir uns da erstmal ein bisschen umgucken. Ach ja, wir hatten uns ja entwickelt, ich erinnere mich. Es ist ja jetzt ein Androwesen. Steht es schön. Oh, ich kann die Kamera übrigens drehen, sehe ich gerade. Ist ja mal nice. So, ja, haust einfach mal Zauberblatt rein, komm. Erstmal ein bisschen leveln. Wundert euch nicht, meine Haare sind nass, ich war gerade noch schnell duschen. Das kommt auch noch hinzu. Heute war alles knapp hier. Ich sag euch, alles ist knapp. Aber das wird. Das wird. Die kann doch nicht sein, dass du jetzt hier nochmal so grob überlebt hast und mich jetzt auch noch mit Paralyse hier. Komm schon. Ja, Ruckzuck-Hieb machst du trotzdem, ne? Ja. Dankeschön, Dankeschön. Ist der Ton okay? Hab ich auch noch nicht. Ich kann nicht mehr zum Ton testen, aber das passt wohl. Er klingt gut. Er klingt gut. So, wie ist denn das in diesem Game? Ist es inzwischen so einfach, dass Paralyse sich einfach heilt? Nee, tatsächlich nicht. Wir müssen da mal eben Heilung suchen. Habe ich schon Paraheiler? Ja, sicher doch. Alles am Start, Leute. Wunderbärchen. Weiter geht's. Was ist da hinten los? Ein Nachtnebel. Das Ziel sieht eine Illusion. Okay, und weg ist es. Was bist du denn für ein Wesen? Guten Tag. Oh, das ist eine Münze. Ich dachte, das wäre ein Pokémon. Siehst du, man unterscheidet, man weiß halt schon gar nicht mehr, was ist. Was ist ein Pokémon? Was ist eine Münze? Ne? Woher willst du es noch wissen? Woher willst du das noch wissen? Und was ist das jetzt hier eigentlich? Moin, dich hatten wir auch noch gar nicht. Was bist du? Das ist neu, oder? Das kenne ich jetzt nicht. Modbiff. Das sieht aus, als könnte das ein Feuer-Pokémon sein. Mal sehen. Ich hau da jetzt einfach mal erstmal einen entspannten Ruck zu bringen. Werd mir direkt auch mal ein Bier gönnen, damit ich das ertrage. Ja, gönnt euch. Gönnt euch. Schatzi, gönnt ihr. Steht draußen. Unlicht ist ein Pokémon. Ist ein Pokémon, gibt dir hier aber nur eine Münze. Ah, verstehe.
Hier ist Unlicht. Ja, dann hau ich jetzt nochmal eben ein Zauberblatt rein. Hoffe, es überlebt das und fange es dann hoffentlich ein. Ja, schade. Ich hatte das versucht. Gespenst ist ja wirklich nur ein Gespenst. Also das, was du gesehen hast, war das Pokémon. Es scheint dir aber eine Münze geschenkt zu haben. Das ist nett von dem Gierspenst, ne? Der Schöffel ist mit dabei. Grüße gehen raus. Namen und willkommen hier bei unserem ein Stream an diesem wunderschönen Mittwoch. Gegen die Einsamkeit. Wir haben einen Übertrank eingesammelt, Leute. Und hier ist ein weiteres von diesen lustigen Wesen. Bedroher wirkt. Das ist ja aber nicht netto. So, immer ganz entspannten Zauberblatt, dann wird es wahrscheinlich überleben. Ich denke, Zauberblatt macht es nicht weg. Siehst du wohl. Und dann können wir jetzt wunderbar. Standpauke, hallo? Dann können wir jetzt wunderbar eben einen entspannten Pokéball schmeißen. Einfach so hier. Dann geht es schon. Leute, hattet ihr denn eine schöne Woche bis jetzt? Frag für einen Freund. Erzählt mal. Boah, ich hab die Berge wieder gesehen im Background. Herrlich. Junge, was soll denn das jetzt? Und nicht immer ein wunderschönes, flauschiges Gesicht. Das ist nicht sonderlich nett. Nur nochmal hier, komm. Ich will jetzt doch keine Superbälle aus. Es ist noch nicht an der Zeit, Superbälle zu schmeißen. Ja? Es ist noch nicht so weit. Dankeschön, Dankeschön. Mobtiff wurde gefangen. Ganz entspannt die Woche. Urlaub ist schön. Ach, Ehre, ich habe auch Urlaub seit gestern. Ich hatte nur Montag und Dienstag musste ich ran. Und jetzt habe ich den Rest der Woche Urlaub. Samstag ist Weihnachtsfeier. Was willst du mehr, ne? Was willst du mehr? Kurze Frage, off-topic in die Runde. Wie lief euer Witcher-Download und die Installation? Also ich sag mal so Prinz. Tatsächlich habe ich das heute Morgen mal eben, weil ich ja auch noch, ich bin ja großer Witcher-Fan und ich wollte mal gucken, wie es aussieht. Müssen wir kurz drüber sprechen, Leute. Es ist ja seit gestern, glaube ich, die Witcher 3 Patch 4.0 High-Definition Super-Duper-Mega-Next-Gen-Konsolen-Version. Ich habe mir auf dem PC das heute Morgen runtergeladen. Da wir jetzt inzwischen Glasfaser haben, war der Download einfach nur ein Genuss. Also es ging einfach... Da konntest du gar nicht zugucken, so schnell ging das. Und ich habe es gestartet, habe alles eingestellt und es läuft hundertprozentig. Es sieht aus, also man merkt richtig, die haben zum einen die Bäume in den Griff gekriegt. Ihr erinnert euch vielleicht noch damals im Original die Bäume. Da war immer Schlackersturm. Du bist da, es weiß nicht, es wehte kein Lüftchen, aber die Bäume, die haben sich verhalten wie bei Windstärke 20. Ne? Das ist gelöst, es sieht jetzt normal aus. Und überhaupt, ich finde so die insgesamt mit Raytracing an, die ganze Beleuchtung und Farbgebung und Stimmung ist so gut. Ich bin da heute rumgelatscht, ich so, Alter. Das sieht aber mal aus, Mann. Also es sieht so gut aus, dass wir definitiv nächstes Jahr, wie angekündigt, mal hier unser Witcher 2 Revisited machen, wenn dann endlich mal Luft ist. Und danach müssen wir eigentlich, es hilft ja nichts. Also dann musst du eigentlich auch nochmal ein Witcher 3 Revisit machen. Das nützt nichts. Die Frage ist nur, wann? Ne? Die Frage ist halt, wann? So, zurück zum Game. Mobtiff, halbstark Pokémon und Licht. Kiefer und Fangzähne dieses Pokémons sind gut entwickeln und stark genug, Felsen zu zerbeißen. Seine dicke Fettschicht bietet optimalen Schutz. Ja, ich arbeite bei mir ist so ähnlich, ne? Also dicke Fettschicht, süß beim Arbeiten, ne? Oh, es gibt wieder Pizza. Von der Cross findest du eine schöne Tradition, dass du eigentlich immer so eine Pizza am Start hast, ne? Was gibt's denn diesmal für eine? Erzähl mal. Möchtest du überhaupt einen Spitznamen geben? Ja, nö. Ich werde das erstmal nicht, ne? Kommt in eine Box rein, ne? Kommt in eine Box, muss in eine Box. Nützt auch nix. Zack, renn in eine Box. Und in den Pokédex natürlich. Oh, da. Da musst du erstmal wieder ein paar Objekte nachladen, man kennt das. Wer wäre denn heute so generell geneigt, vielleicht multiplayer-mäßig sich mit hier. Also, wenn ihr wollt, wir müssen das nicht machen. Ihr könnt es erstmal in den Chat reinschreiben. Wollt ihr nochmal wieder, dass Leute mit rumlaufen? Aber wie gesagt, ich bleib bei Fokus auf Story. Die können dann hier, ihr könnt gerne mit rumlaufen und so. Und zugucken, wenn ich da kämpfe. Also, Gedönse, vielleicht machen wir auch mal einen Raid zwischendurch oder sowas. Aber Fokus ist heute auf Entdecken und. Ne? Rumeiern. Ihr könnt ja erstmal reinhauen, ob ihr da jetzt Bock drauf habt oder nicht. Und wenn ihr dann sagt, ja, es stört ja an sich nicht. Wenn ihr sagt, ja, können wir machen, dann wäre auf jeden Fall Razy wieder mit am Start. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und wenn sonst noch jemand das Game hat und Bock hat, kommt gerne rein, ne? Shedrick hatte sich mal angekündigt, aber ich glaube, Shedrick und Kuro boykottieren aktuell meine Pokémon-Streams. Ich habe keinen Bock auf mein Gelaber. Da habe ich, ne? Dabei, ganz so schlimm war es doch gar nicht. Ich habe nur ein bisschen mal... Dass du das wirklich durchziehst. Ich zieh meinen Hut. Ja, muss ja. Ich habe jetzt ja quasi kein Geld dafür bezahlt. Ja, das wird jetzt gemacht. Ein bisschen müssen wir auf jeden Fall noch. Wir wollen doch noch erleben, was noch alles kommt, ne? So, was ist hier am Blinken? Ein Pokéball. Was bist du? Ein kleines Merrill-artiges Wesen.
Blaufuchs, weiß nicht, ob du Twitter schon gesehen hast, war ja bisher recht ruhig da. Aber ja, ist. Prinz, du kannst eigentlich dann jetzt auch ruhig bleiben bei Twitter. Es lohnt sich jetzt nicht mehr, da noch groß anzufangen. Das Thema ist im Grunde erledigt, wenn man mal ehrlich ist. Twitter kannst du eigentlich jetzt, kannst du wieder. Ist vorbei eigentlich. Also. War ja aber recht ruhig da. So, aber was regt dich eher an? Ad oder Hashtag? Hatte heute mal alles bei dir versucht. Witcher Twitch Recap. Also, wenn du einen Ad reinmachst, dann krieg ich direkt eine Benachrichtigung, dass ich geaddet worden bin. Das sollte man mit Obacht benutzen. Damit kannst du Leuten relativ schnell auf den Sack gehen, ne? Wenn du die dauernd irgendwann addest, dann sind die irgendwann genervt und blocken dich dann halt. Es kommt halt drauf an, was du vorhast. Ein Hashtag ist dafür da, um Themen unter einem Hashtag zu vereinen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mega der Ultra-Influencer wäre oder so, was ich ja nicht bin, oder halt sowas wie so ein Gronkh, ne? Und ganz viele Gronkh streamen zum Beispiel gerade live und dann ist ja halb Deutschland am Zugucken und man will sich dann auf Twitter gemeinsam über den Stream unterhalten, dann macht man einen Hashtag, zum Beispiel Gronkh oder Gronkh-Stream oder so und dann sammeln sich alle Tweets unter diesem Hashtag und man kann da so durchscrollen und es bildet sich quasi eine kleine Bubble, wo man sich dann über ein Themengebiet unterhalten kann. Dafür ist der Hashtag da und das Ad ist halt, um direkt jemand anzuschreiben oder zu erwähnen und derjenige, den du addest, der bekommt dann auch eine Notification, dass er geaddet worden ist, wie gesagt. Das sollte man, wie gesagt, mit Obacht benutzen. Damit kannst du Leuten, wie gesagt, auch auf den Sack gehen. Und dann, wenn du das halt jeden Tag machst, irgendwie so ein dein Lieblingsinfluencer 20.000 Mal adden, dann sagt er sich vielleicht irgendwann, meine Fresse, was ist das für ein nerviger Typ, ich block den mal jetzt, ne? Dann hab ich Ruhe. Das könnte passieren. Erleben, schreibt Schatzi, ja. Die Masse schreibt übrigens nach einem neuen Abenteuer auf hoher See. Oh ja, das müssen wir unbedingt auch noch machen. Ich muss Shedrick mal fragen, wann er Zeit hat. Das können wir ja zwischen sieben. So eine Runde, Sea of Thieves können wir auf jeden Fall mal wieder einbauen. Aber ihr habt doch aktuell jetzt erstmal ein bisschen Stress, oder nicht? Ich glaube, das passt, glaube ich, aktuell nicht in dein Zeitkonzept rein, oder was? Was ist 0,7 Meter groß und 20,5 Kilogramm schwer? Haut's rein, ihr dürft raten, Leute. Ratet mal bitte. So wie es einst einem gewissen Metal-Franken passiert ist. Ja. Der gewisse Metal-Franke hat zum Beispiel immer den Gronkh und Unge und Iblali, die hat die alle geaddet. Und irgendwie fanden die das nicht doof. Nicht gut und fanden das doof und haben den dann einfach mal. Ja, so sollte der Hashtag funktionieren, aber die Realität sieht ja meist anders aus. Das ist korrekt, also schreibt Schatzi gerade, dass ich jetzt in der Theorie, wie das Ganze klappen sollte. Aber Twitter ist eben einmal, also das Thema ist durch. Da läuft eh nichts mehr. Ne? Guten Tag, oh, du hast eine interessante Weste an. Er ist sozusagen, erstmal hat er auch wieder die Fresse auf, ne? Wie alle in diesem Spiel. Jeder muss immer die Fresse aufhaben und er hat sozusagen die Mettlerkutte in der Pokémon-Welt, ne? So, das ist bestimmt Kleinstein. Von der Cross sagt auch Stein-Pokémon. Es ist nicht Kleinstein. Oh, das ist wieder dieses Vieh. Ich denke immer, es ist ein Drache, aber es ist kein Drache. Es ist irgendwas anderes. Was ist Kaumalat? Jedes Mal denke ich, es ist ein Drache. Ich glaube aber, es ist kein Drache. Ich glaube, es ist kein Drache. Es ist was anderes. So, keine Ahnung. Ich hau jetzt erstmal ein Zauberlaut rein, weil ich nicht weiß. Drache Boden. Ein Drache. Ja, dann läuft's doch bei mir. Aber das Boden ist, glaube ich, das, was mich immer dann zerfickt. Weil ich denke immer, ah, Drache, da ist das und das effektiv. Und dann kommt, glaube ich, noch der Boden rein. Und dann zerbumst es das. Beim Drache wäre jetzt Eis geil und Drache wäre geil und Fee wäre geil. Gut, haben wir jetzt alles gerade nicht am Start. Und bei Boden? Bei Boden wäre Wasser geil, wäre Pflanze auch geil. Aber Pflanze ist bei Drache nämlich nicht geil. Siehst du, das ist das Thema. Dadurch werde ich nämlich immer gebumst. Dadurch werde ich immer gebumst. Was ist noch gut bei Boden? Nicht so viel. Eis wieder. Ja, ich hab nix. Ich hab einfach nix. Das heißt, ich hau jetzt einfach mal... Was ist mit Biss? Also Unlicht? Das Negativ bei Drachen? Nee. Ach, ich hau jetzt einfach mal ein Biss rein, komm. Beiß da doch mal rein, Bruder. Ja, geh doch wohl. Nibble einsetzen, ja, Nibble habe ich nicht im Team. Nibble habe ich nicht im Team. Juku, du musst doch mal aufpassen, wenn ihr hier im Stream seid. Den haben wir doch schon letztes Mal ausgewechselt. Wir können trotzdem mal gucken, ob wir irgendwas Wechselmäßiges haben. Nee, wir haben nichts. Oh, hier, über Wasser könnte vielleicht noch helfen. Nee, bei Drachen natürlich nicht. Der Blödfuchs, ne? Nee, Leute, haben nix. Ja, was ist denn hier los? Der Herr Ballist, Grüße gehen raus. Ja, wir bleiben hierbei, das nützt auch nix. Wir hauen jetzt einfach noch ein Biss rein und dann läuft das schon. Siehst du, ist doch alles gar kein Problem. Ich sehe jetzt gerade erst, dass die Katze hier so eine kleine Blume irgendwie an der Seite hat. Ein Blümchen. Und, weißt du die Antwort auf meine Quizfrage? Ja, ich hab's, glaube ich, gerade gemerkt.
Der Prinz! Werde dich zukünftig nicht mehr adden, außer im Stream. Ja, wieso? Das war ja in Ordnung. Du hast ja mich direkt ansprechen wollen. Ich habe es, glaube ich, auch gesehen. Ich habe heute keine Zeit gehabt, auf irgendwas zu antworten. Mein Tag bestand daraus, auf der Couch mit Schatzi zu liegen und Metal Gear Solid 1 zu spielen. Das war heute der ganze Tag und ich habe heute keine Zeit für Social Media Gedönse gehabt. Ne? Aber in dem Fall war das ja in Ordnung. Du machst das ja auch nicht jeden Tag. Wenn du natürlich jetzt auf die geile Idee kommst, jeden Tag mir irgendwelche Bilder zu verlinken, könnte ich dann von irgendwann genervt sein. Aber insofern war das alles korrekt, was du da getan hast. So. Ich habe lediglich ein Beispiel genannt, weil es gibt einige Leute, die diese Ad-Funktion halt hardcore überstrapazieren. Das ist mir noch nicht so viel passiert, aber es gibt da, wie gesagt, zum Beispiel diesen einen etwas übergewichtigen Mittelfranken, der das ziemlich überstrapaziert. Da reagieren dann Leute gereizt drauf. Deswegen, ich wollte dir das nur als guten Rat mitgeben. Aber wenn du dich zum Beispiel mal bei Dr. Oetker beschweren willst, dass ihre Pizza nach Hurensohn schmeckt, das solltest du unbedingt mal tun, dann wäre das genau das Richtige. Dann kannst du @DrÖtkerPizza machen und dann halt ein Foto von so einer Aufbackpizza von denen schicken und halt sagen, die schmeckt nach Hurensohn. Und dann bekommst du eine entsprechende Antwort von ihm. Das klappt wunderbar. Kann ich auch nur empfehlen. Was bist denn du für ein Ding? Das sieht jetzt aus wie aus Mario. Wolltest du dich umbringen? Willst du dich in den Freitod stürzen? Ey, ganz ehrlich, das ist so ein Muffin oder so eine Scheiße. Ey, warte, Mann, ich wollte das Pokémon angreifen. Was soll denn das jetzt? Dass du mir da einfach so einen Nacken reinbeißt. Das ist nicht fair. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Da hat sich mal wieder die Welt, da löst sich wieder die Welt auf. Na, Achtung. Ja. Das darf halt einfach nicht passieren, Leute. Das darf einfach nicht passieren bei einem Game. Dieser Größenordnung. Das geht halt nicht. Haben wir denn irgendwas, was geiler ist gegen Mobiff? Kann man mit Pokémon wechseln? Ich bin wieder mal so ein Pokémon-mäßig unterwegs, ne? Ja, nicht so wirklich, ne? Ja. Das Geslebe ist aber nice. Das Geslebe ist nice. Bleiben wir dabei. Dr. Oetker, Social Media durchgespielt. Ja, ich glaube, das kennt so ziemlich jeder. Also das fand ich war eins der schönsten Dinge, die ich so auf Twitter erlebt habe. Da hat irgendjemand halt Dr. Oetker angetweetet und meinte, ey Dr. Oetker, eure Pizza schmeckt nach Hurensohn. Antwort von Dr. Oetker war, na, warst du wieder zu gierig und hast dir in die Hand gebissen? Das fand ich einfach so gut. Ach, herrlich. Das war eins der schönen Dinge halt an Twitter. Du kamst halt direkt in den Kontakt noch mit größeren Firmen. Zum Beispiel hatte Windows mal irgendwann ein dickes Update rausgebracht. Und nach dem, das war hier Windows 10 und dann dieses Fett-Update, was sie da immer, damals noch zweijährlich, jetzt glaube ich nur noch einmal im Jahr. Alter, guckt euch diese wunderschönen Berge an und wie sie sich transformieren, wenn wir uns nähern. Westliche Zone 1. Wir müssen jetzt mal, ich gehe mal wieder in Richtung der City. Hier ist süß. Sehr, sehr süß. Dann ist dieser Esel. Den können wir auch nehmen, das ist ja irgendwie niedlich. Aber es ist halt auch kein neues Pokémon, ne? Wuffels, oh, Level 15 schon. Oh, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Wuffels, was war denn das? War das Gestein? War das normal? Bei diesem Wort denke ich eher immer an Wild Hunt. Perfekte Antwort, ehrlich gesagt. Gestein. Gestein ist gut, dann schauen wir doch mal. Ich kenne das ja alles auswendig, weil ich das auswendig gelernt habe. Gegen Gestein ist natürlich Wasser und Pflanze effektiv. Sind wir also gut ausgerüstet hier. Danke, Fuchs, wurde direkt auf die böse Liste gesetzt. Was wurde auf die böse Liste gesetzt? Du hast wieder was Böses getan? Ach, Prinz, Mann. Dass du dich auch nie benehmen kannst, ne? Wir setzen erstmal ein Pokéball ein. Wir fangen natürlich jetzt mal fleißig Pokémon. Ihr kennt das ja. Gestein hat mich verwirrt bei dem Aussehen. Findest du? Der hat ja so Steine um den Hals rum. Ja, deswegen muss man gleich drauf achten. Der hat so einen Steinenhalskranz. Mia versucht, Dreschflegel zu erlernen. Soll eine bekannte Attacke durch Dreschflegel ersetzt werden? Doch erstmal gucken, was das ist. Ne? Sie hat schöne Krallen. So, was haben wir denn hier? Dreschflegel. Attacke richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind. Doch könntest du den Heuler erstmal ersetzen. Ne? Den braucht ja eh keine Sau. Wir wollen hier nicht rumheulen. Ne? Wir wollen hier nicht rumheulen. So. Ja, taugt nichts. Yuko taugt auf jeden Fall mehr als so ein Heuler. Ganz ehrlich. Da lässt du dich einfach ein paar Mal auf die Fresse hauen und dann setzt du den schönen Dreschflegel ein. Bin gespannt, zu welcher Form du den entwickelst. Wen? Den hier? Den Wuffels? Welpen-Pokémon. Oh, das klingt aber auch schon niedlich. Sie leben in Rudeln, bis sie ausgewachsen sind. Wenn sie schlecht gelaunt sind, schlagen sie mit ihrem steinernen Fellkragen auf den Boden. Da zuckt wieder der Schatten unten rechts in der Ecke rum.
Ihr seht's nicht, weil ich das verdecke. Nö, jetzt erstmal nicht. Kommt auch erstmal wieder in eine Box, ne? Wir bleiben auf... wir machen mal hier echt diesen nur neue Pokémon aus der Edition-Trip, würde ich sagen, oder? Tag nach Form. Meine Frage war, woher kennt jemand, der es behauptet, den Geschmack von benannten Dingen? Ja, was musst du da mal... Ich würde sagen, Prinz, das ist doch die erste Möglichkeit, jetzt deine neuen Skills, die ich dir gerade beigebracht habe, in die Tat umzusetzen. Und jetzt direkt mal auf Twitter, @DrÖtkerPizza, anzuschreiben und zu fragen, woher sie das denn beurteilen können. So, Pampuli, den fand ich eigentlich ganz süß, vor allem die Weiterentwicklung ist eigentlich ganz niedlich. Die Weiterentwicklung ist cooler, auf jeden Fall. Aber ich finde, also ich konnte mich erst mit der Grundform nicht so ganz anfreunden, aber inzwischen doch, ist eigentlich schon ganz knuffig. Wir waren übrigens eigentlich auf dem Weg in Richtung City, da arbeiten wir uns auch wieder hin, aber ihr seht, ich gehe erstmal ein bisschen zu Fuß hier, ne? Ah, fällt mir ein, Blaufuchs, entschuldige bitte vielmals, wenn Blafu irgendwie respektlos klingt, ist nicht so gemeint. Nee, mach mal. Hättest du denn Bock auf Choo-Choo Charles? Hab ich schon gesehen? Ist wohl auch ganz witzig. Also Bock ja, aber ich habe einfach keine Zeit. Aber Bock hätte ich da auf jeden Fall drauf. Das ist ja echt witzig, ne? Kann man das auch Multiplayer spielen? Das ist so ein Koop-Ding. Pampuli, Packesel-Pokémon Boden. Es bewegt sich zwar langsam, ist aber sehr kräftig. Sein Gang ändert sich auch dann nicht, wenn es das 50-fache seines eigenen Gewichts trägt. War 110 Kilo, also einmal reiner drauf. Passt die Sache schon. Nein, Spitznamen brauchen wir erstmal nicht. Geht erstmal in die Box rein. Wunderbar. Bumm. Pampuli. Was ist jetzt da schon wieder hinten? Warum? So, die hatten wir schon. Ich hab's wieder irgendwie geschafft, die Kamera wegzumachen. So. Da ist noch ein Trainer. Den nehmen wir doch erstmal. Die westliche Zone 1. Hast du doch irgendwelche Weisheiten für mich? Guten Tag. Bruder. In der westlichen Zone 1 wird viel Strom durch Windkraft gewonnen. Ja, vorbildlich. Vorbildlich. Akademieschülerin Muriel fordert dich heraus. Seht euch dieses wunderbare Panorama im Hintergrund an. Dieser wunderschöne Berg. Das ist einfach herrlich. Eine Augenweide. Assassin's King Gaming. Grüße gehen raus. Hallöchen und willkommen hier bei unserem kleinen Stream gegen die Einsamkeit. Genieße bitte dieses wunderschöne Panorama da hinten. Mit den wunderschönen Bäumen. Es ist eine Augenweide. Voltilam. Ja, ich würde mal sagen, machst du... Ja, komm, machen wir mal ein Zauberblatt hier, komm. Erstmal rein. Wir müssen bald mal wieder in Richtung eines Pokémon-Centers oder mal das Pokémon wechseln an der Spitze. Ich weiß, ich weiß. Donnerschock. Da war ein Nebulak. Oh, Nebulak ist auch mega lustig. Rauf da. Wieso haben die eigentlich immer nur alle ein Pokémon bis jetzt? Das ist ein bisschen schwach. Ein Pokémon. Kinder haben so viel Energie, dass sie sich gar nicht aufladen müssen. Das stimmt. Bis sie leer sind oder dauert. So, wo war denn das Nebulak jetzt? Da hinten. Nebulak! Gleich einfangen. Oh, hier ist noch dieser kleine... Und weg ist es. Oh, ne, ist noch da. Hey, hey, Nebulak. Warte, ich kann doch irgendwie werfen. Yo, läuft. Das habe ich gut gemacht. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Kämpfen. Puxi, du bist ja jetzt schon sehr überlevelt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die erste Arena aussieht. Aber das passiert hier irgendwie so automatisch, ne? Ich beiß da mal rein. Das sollte jetzt genau das Richtige sein. Oh, das war zu viel. Gut, da hinten ist noch eins. Keine Sorge. Oh, da ist auch dieses kleine Rehkitz-Pokémon-Ding. Das ist auch süß. Ja, wir gehen gleich in Richtung Stadt weiter. Ich bin halt ja einfach am... Bin ich halt einfach am Machen, ne? Das passiert dann irgendwie. Was willst du denn tun? Wirkungslos, nicht sehr effektiv. Ach, sehr effektiv, ja, das hätte ich mir fast denken können. Ich würde sagen, wir wechseln mal das Pokémon, wa? Pokémon. Nur ich und du. Haben wir denn mal irgendwas, was nicht so super mega effektiv ist? So ein Donnerschock. Komm, FOMO, darf man Donnerschock reinmetteln. Für die Arena bist du überlevelt. Yuko, woher willst du das denn wissen? Du weißt doch gar nicht, zu welcher Arena ich gehe. Es ist mir, die ganze Welt steht mir ja offen. Ich könnte jetzt zur schwersten gehen. Ne? Warum schläft das Vieh jetzt? Humo, was ist denn hier los bei dir? Was ist denn das für ein Arbeitseinsatz? Wach auf!
Er muss da jetzt durch. Ich will, dass er aufwacht. Komm, FOMO, aufwachen. FOMO, los jetzt. FOMO, wach auf. Hey. Komm schon, Bruder. Bisschen Riechsalz dran. Ja, ich hab nicht aufgepasst, ich hab auf den Chat geguckt. Deswegen krieg ich nicht mit, wie der Kampf verläuft. Aber dann wieder. FOMO, jetzt komm, lass dich hier nicht verprügeln. Wie kannst du denn tief und fest schlafen, während dir jemand durchs Gesicht walkt? Ich verstehe das nicht. Ich könnte da nicht pennen. Schatzi, glaube ich auch nicht. Der kann schon nicht pennen, wenn ich ihn immer nachts mit der Lampe leuchtend begrüße. Stehst du schon? Jawoll! Oh, das ist aber ja, echt aber richtig schwach jetzt hier, ne? Mach mal einen Wangenrubbler. Da könnte man ihn bei paralysieren. Hatten wir jetzt eigentlich das Thema mit dem Multiplayer-Gekitzerei geklärt? Wie sah das denn jetzt aus? Haut mal rein. Eine 1 für Multiplayer, lass mal ruhig machen, aber halt Story-Fokus. Oder eine 2 für, nee, heute kein Multiplayer, bitte. Und wenn es eine 2 wird, dann nehme ich trotzdem Race Fox mit. Eine coole Mechanik, wenn andere Pokémon aus der Umgebung mit in den Kampf einsteigen könnten, weil die nah genug rankommen. Wäre witzig, ne? So mindestens einen Doppelkampf, aber du siehst da hinten dieses Pampuli, das schaut einfach nur neugierig zu. Ich glaube auch, Fokus auf Story ist angesagt. 2-2-2, ja, das ist eindeutig, würde ich sagen. Razy, kannst du denn damit leben? Ist es okay für dich? Ich muss dich vielleicht ganz, je nachdem, wie lange du bleibst, zum Ende nochmal einladen, zumindest einmal mit mir ein Sandwich zuzubereiten. Für die wunderbare Sandwich-S-Animation. Nebulak, ein Gas-Pokémon. Mit seinem gasförmigen Körper kann es Gegner jeder Größe einhüllen und ersticken. Na, das klingt ja wunderbar. Geist und Gift. Möchtest du Nebulak einen Spitznamen geben? Erstmal nein, kommt rein in die Box. Es lebt es in einer Box. In einer Cardboard-Box. Dankeschön, Dankeschön. So, dann würde ich sagen, wir müssen ja ein bisschen schneller vorankommen jetzt. Deswegen sammeln wir jetzt nur noch Loot ein und fahren jetzt mal in Richtung Stadt. Dörfchen, was auch immer. Damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Aber wenn ich jetzt irgendwie noch ein interessantes Pokémon sehe, dann kann ich wahrscheinlich nicht widerstehen. Das muss ich euch sagen. Ah, guckt euch diese Berge an. Ich habe tatsächlich kürzlich, ich möchte nicht sagen warum, oh, Mankies, hallo, rein in den Affenstall. Direkt rein in den Affenstall. Wir alle hoffen sehr, dass er dies baldig wieder tun wird. So, warte mal. Spielst du eigentlich auch Horror-Games? Spielst du eigentlich auch Horror-Games? Gelegentlich, manchmal ja. Also auf dem Zettel steht immer noch Resident Evil 7, ne? Nachdem wir jetzt 8 durch haben und Connor Cross mir gesagt hat, damit ich den DLC von 8 spielen kann. Was war denn, Mankey? Das war, glaube ich, normal oder Kampf? Ich glaube, Kampf, ne? Da bräuchten wir jetzt Flug. Ich gehe mal davon aus, es ist Kampf. Ich gehe mal stark davon aus. Boah, Schreck, Platte neu aufgelegt. Das ist ein Muss. Ja, deswegen, also wir werden es tun. Ich kann aber noch keine Versprechungen abgeben, wann es sein wird. Aber wir werden es auf jeden Fall tun. Ich werde mir das geben. Ich werde mich einscheißen. Dabei wird passieren. Wissen wir alle. Ihr wisst es, ich weiß es. Ich fand das Achter schon schlimm. Und das Achter ist ja harmlos. Das Achter ist ja harmlos. Siebener wird wohl richtig übel. Ich warte nur auf den Wintersale. Und wenn der Wintersale dann kommt und das mal wieder für Siebener im Angebot ist, dann werde ich es erwerben. Und dann werden wir es tun. Aber jetzt werden wir erstmal noch ein bisschen Pokémon spielen. Und eigentlich müssten wir auch noch Tokyo Dingsbums zu Ende spielen. Das ist eigentlich auch noch wichtig. Haben wir auch mal angefangen und das hat ja auch Spaß gemacht, muss man sagen. Deswegen wäre es irgendwie schade, wenn wir es wegignorieren würden. Mankey, Schweinsaffen-Pokémon, na, da kommt ja alles zusammen. Kampf, auch wenn es guter Stimmung ist, kann es wegen einer Kleinigkeit plötzlich ausrasten und ist daher gefürchtet. Für Mankey wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Jo, nö. Kannst du es mal so in eine Box reintun und dann ist das gut. Dankeschön, Dankeschön. Wenn Mankey nun Steinhagel einsetzt, ist Vogelpote. Ja, hatte ich auch Glück gehabt, ne? Man muss auch manchmal auf Glück spielen, ne? Manchmal musst du auch einfach hoffen. Hoffen hilft. So, warte, hier ist wieder dieses lustige Pokémon, was 100 Pro irgendwas zu essen mit einem Marshmallow drauf ist. Wollen wir mal wetten? Habe ich vorhin schon gesehen. Was bist du? Ne, es scheint irgendwie ist irgendwas Steinartiges. Apropos Horror Games, spiel doch mal Eternal Darkness.
Was ist Eternal Darkness? Ich mag Ratter, rund und flauschig, schreibt hier von Across. Assassin's King schreibt, was ist eigentlich dein Lieblingsgame? Mein Lieblingsgame? Das ist schwierig. Ein Lieblingsgame? Also ich habe sehr viele Spiele, die ich sehr mag. Also ich glaube, das, was ich am allermeisten mag, ist Ocarina of Time. Das spiele ich auf jeden Fall immer einmal im Jahr durch. Wow, das war knapp. Dann die ganze Witcher-Reihe ist grandios. Grandios. Final Fantasy 7 ist toll. Final Fantasy 10 war toll. Aber Witcher hat auf jeden Fall einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen. Ich freue mich deswegen auch mega auf das... man könnte das natürlich sogar streamen, ne? Man könnte eigentlich ja auch den dritten Teil nochmal streamen. Aber dann wäre zum Beispiel der Streamplan fürs nächste Jahr gesetzt. Das wäre dann nur Witcher. Wir würden nichts anderes machen. Auch blöd irgendwie. Aber Witcher 3 muss jetzt auf jeden Fall nochmal angegangen werden. Ich habe das, wie gesagt, mir heute angeguckt in dieser neuen HD-Version. Schatz stand da. Schatz, schreib mal, was du gesagt hast, als du es gesehen hast. Nein, bitte Let's Play. Ja, siehst du, der Herbalist will das lieber in Ruhe haben, ne? Ja, siehst du, es gibt immer so ein Für und Wider. Einige Sachen eignen sich gut für ein Let's Play, andere nicht. Also für den Stream, weil beim Stream kommt der Chat halt immer dazwischen. Das ist so ein Pokémon-Game super. Oder wenn wir uns gemeinsam gruseln bei Resident Evil. Wobei ich bei Resident Evil ja auch nicht so viel auf den Chat eingehen kann oder konnte. Weil da bist du halt fokussiert, ne? Was halt auch immer toll für den Stream ist, sind Point-and-Click-Dinger. Das ist halt genial. Kannst du immer schön zusammen rätseln, ist auch immer toll. So, Geosali, Steinsalz-Pokémon. Guck mal, das könnten wir jetzt zu diesem lustigen Reh-Pokémon bringen, dann könnte das ablecken. Mit jedem Schritt schabt sein Körper am Boden und hinterlässt dabei Salz. Sein Körper stellt jedoch kontinuierlich neues Salz her. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass es sich nach und nach auflöst, ne? Kann so eine Box bitte? Dankeschön. Gut, wir sind immer noch auf dem Weg in Richtung der Stadt. Es ist ein weiter Weg. Es regnet es natürlich auch mal wieder. Hier, da, Sisu-Kids, komm her. Dich will ich auch noch haben. Was hältst du von Choo Choo Charles, wird hier gerade gefragt. Ich habe mich damit schon auseinandergesetzt. Da ist doch 100 pro ein bisschen Pflanze drin, oder nicht? Es hat immer so einen Blätterkragen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir könnten mal wieder das Pokémon wechseln. Ich habe keine Ahnung, was Sisu-Kids ist. Ich weiß es wirklich nicht. Mehikel einfach liebe. Pflanze, siehst du wohl. Und Pflanze, siehst du wohl. Gut, dann werden wir mal Pokémon wechseln. Das Problem ist, unser Feuer-Pokémon hat auch schon voll einen auf die Fresse gekriegt. Das ist schlecht. Was machen wir denn mal? Nehmen wir doch ihn hier einfach mal und beißen einfach nur rein. Banban. Banban wird mit Fee bestimmt nicht, Fee ist doch bestimmt nicht allergisch gegen... Nee, läuft. Alles gut, wir nehmen mal Banban. Nee, ich meinte das Kids von der Kurs. Aber vorher noch Witcher 2 mit Mods. Ja, Witcher 2 muss jedenfalls vorher. Das verspreche ich ja schon seit geraumer Zeit, dass wir da mal ein entspanntes Revisit machen. Und es ist immer noch nicht gekommen. Genauso wie ich, ohne Scheiß. Props gehen raus an die Person. Ich weiß nicht, ob du vielleicht zufällig heute hier bist. Ich habe mal vor, keine Ahnung, 5 oder 6 Jahren, habe ich mal Harry Potter und der Stein der Weisen Let's Played. Aus Gag irgendwie. Es ist tatsächlich nach Witcher 1, glaube ich, mein zweiterfolgreichstes Video. Verrückte Scheiße. Und seit Jahren wird gefragt, wann ich dann endlich mal die Kammer des Schreckens spiele. Und es sind nun über 5 Jahre vergangen, nachdem einer da mal gefragt hat, wann ich das denn tun werde. Und gestern hat die Person mich wieder angeschrieben. Wie sieht's denn aus? Ich warte immer noch. Aber das ist halt einfach, das ist Hingabe. Und deswegen muss ich das irgendwie auch noch mal zwischenschieben. Okay, das ist irgendwie leider echt... Oh, es ist mein paralysiert. Das ist gut. Ich hab... Ja, Banban ist leider einfach doch nicht so... Nicht die gute Wahl. Die wilden Pokémon reagieren sogar auf die Angriffe und feuern die wilden Kollegen an. Ja, das ist cool. Die sind die auch am Gucken hier. Ich wechsle mal das Pokémon. Das läuft ja leider gerade gar nicht so gut. Da müssen wir dann doch vielleicht ein bisschen... Jetzt holen wir nochmal Flauschi hervor. Du, einfach mal machen. Aber ja, um die Frage noch zu beantworten, Choo-Choo-Charles sieht auf jeden Fall lustig aus. Das wäre zum Beispiel so wieder was, das könnte man perfekt als Streaming-Projekt mal eben so nebenbei reinschmeißen. Ich schmeiß mir so einen Giftzahn rein. Einfach mal reinknabbern, du, warum nicht? Wow, das war leider zu krass. Schade. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte es doch einfangen. Banban versucht, Kohleaugen zu erlernen. Ich glaube, Banban ist einfach grundsätzlich zuckersüß. Mehr kann Banban nicht. Oben ist off, dabei, hau rein, Assassin, kommt gut zu liegen, bis gegebenenfalls nächstes Mal. Was macht denn cooler Augen Schönes? Bei dieser
Erstschlagattack erobert der Anwender das Herz des Ziels, indem er es mit Kulleraugen ansieht und senkt dabei dessen Angriffswert. Ist auf jeden Fall schon mal besser als Heuler. Anfeuern und Zugung statt den Genotten zu retten. Paulus Nebulak, schreibt Schatz. Ja, die wollten halt zusehen. Ich finde es auch schön, wie sich das Nebulak nicht entscheiden kann, ob es jetzt da sein will oder nicht, aber da kann ich doch da mich rausreden, das ist ein Geist, ne? So. Was war das hier? Ach, dieses Ding. Oh, da muss ich immer an etwas denken, wenn ich das sehe. Ja, ich weiß, Fokus, aber ich sehe da ein Pokémon, ich fangen will. Was soll ich tun? Darum geht es ja auch im Pokémon, ne? So, das ist doch bestimmt Geist. Was war bei Geist? War da nicht Gift nice oder was? Unlicht war nice. Okay, wir dürfen es jetzt nur nicht wegmachen. Ja, das passt. Das passt. Oh, musst du mich jetzt verwirren? Tut das denn wirklich Not? So, Pokéball geht raus. Ich ziehe mir noch einen dicken, großen Schluck Kaffee rein. Erstauner. Ich bin sehr erstaunt. Ich nehme mal Superball, komm. Gönnung. Wenn du weiter Pokémon jagst, ist dein Team bald Ende. Ende? Was meinst du mit Ende? Meinst du an der Levelgrenze, dass wir die nicht mehr gehorchen? War das nicht nur bei getauschten Pokémon so, dass sie die nicht mehr gehorchen? Haben wir diese Diskussion nicht jedes Mal? Ich bin immer noch fest der Meinung, dass Pokémon, die du selber trainierst, dir immer gehorchen und nur getauscht und nicht. Aber es war mal irgendwann so. Aber wahrscheinlich ist das jetzt nicht mehr so. Und die müssen dich jetzt lieb haben oder so ein Scheiß. Traunfugil, Kreischer-Pokémon. Es zieht Leute gerne von hinten an den Haaren oder beißt sich plötzlich in ihren Schopf fest, um sich an der verdutzten Reaktion zu erfreuen. Oh. Ist ja süß, ne? Aber es ist halt kein neues. Alle ab 21 gehorchen dir jetzt nicht mehr. Oha. Ja, dann sollten wir vielleicht mal aufhören. Fokus! Dann gehen wir jetzt mal zur ersten Arena. Das nützt jetzt alles nichts. Das ist ja ein bisschen doof, ne? Komm schon, ich will da hoch. Schlitter doch noch nicht runter, ich will dieses Item haben. Oh, jawoll, oh. Eieiei. Da bin ich so hoch gesprungen, dass selbst der Himmel keinen Bock mehr hatte. Ups. Übertragen. Oh. Gut, dann ignoriere ich jetzt erstmal alles weg. Wir gehen zur Stadt erstmal. Oh mein Gott, ich wollte das einsammeln. Nein, 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 nicht in den Kampf gehen. Okay. Ist man auf den Wegen sicher? So, warte mal. Und das mit den Arena-Leveln ist schon immer nur bei getauschten Pokémon. Jetzt bin ich noch verwirrter. Arena-Leveln? Der Patrick ist da. Grüße gehen raus und in Lugia darfst du immer gerne vorbeibringen. Ah, du hast jetzt abonniert. Danke fürs Abo, Patrick. Danke fürs Abo. Ich hätte beim Abo auch noch eben die GIF hin tun sollen. Oder GIF, wie wir Experten sagen. Wenn ich jetzt fliehe... Wenn ich jetzt fliehe... Ach komm, scheiß drauf, ich hau jetzt einfach nochmal bis rein. Werden die dann trauriger, wenn ich fliehe? Also hat das negative Auswirkungen oder ist das Wayne? Gab doch mal auch so ein Pokémon, wo beim Fliehen, dann wurden die mal traurig. Und so, nein! Ich bin zu schlecht, mein Meister-Trainer glaubt nicht, dass ich das packe. Und dann wurden die mal trauriger, wenn man oft geflohen ist. Wir jetzt ja natürlich nicht hardcore überleveln, das ist natürlich auch irgendwie doof. Naja, wir gehen jetzt erstmal zur südlichen Zone. In die City, gucken uns in der City um und dann machen wir uns weiter auf in Richtung der ersten Arena. Nope, keine Auswirkungen, dann ist ja auch gut. Habt ihr das gerade wieder gesehen, wie die da reingepoppert sind? Achtung. Das ist schon schön, da guck mal, wie sie sich erfreut, da einfach hinter ihren Tresen. Zack, 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 da tauchen sie auf. Auch er hier vorne. Ne? Guten Tag, bitte einmal durchheilen. Du inspirierst da etwas zu viel in die Mechaniken. Du interpretierst. Das war früher mal so. Ich interpretiere da gar nichts rein. Das gab's. Welche Edition war das? Es gab eine Edition, da konntest du immer diese Herzen bei deinen Pokémon kriegen, die sind immer zutraulicher geworden und wenn du oft aus dem Kampf geflohen bist, dann sind die wieder unzutraulicher geworden und fanden das scheiße. Welche Edition ist das? Ich kann auch nichts dafür, dass die das alle Nase lang ändern. Ich raffe selber nichts mehr, ne? Mäusen, ihr Füchsein, Pain, Grüße gehen raus, Grüße gehen raus. So viel Komplexität gibt's nicht in einem Pokémon-Game. Ja, das war aber Anno Dutzumal. Ja, Shedrick, das waren die Zeiten, wo Pokémon-Spiele mir noch als Herz gegangen sind. Und dann wurden sie immer komischer. Deswegen. Hier steckt ja ein wirklich schönes Game drin. Aber ich grinse oft sehr viel. Muss ich wirklich sagen. Aber
Ich muss sagen, es erfüllt im Grunde das, was ich mir immer gewünscht habe. Ich habe immer davon geträumt, endlich mal die Pokémon-Welt open zu erkunden. Also nicht eingepfercht auf einzelne Routen und so ein Scheiß, ne? Nicht immer nach einem gewissen Pfad die Arenen durchgehen. Ich kann jetzt hier frei die Welt erkunden. Mega geil. Das ist eigentlich genau das, was man sich immer gewünscht hat. Es sieht halt nur pottenhässlich aus. Das ist das einzige Problem. Und läuft halt auch noch scheiße. Wenn es nur hässlich aussehen würde, wäre es mir egal. Aber es läuft halt auch euch unterirdisch. Da huckelt einfach dauernd alles. Moin, was mit dir denn los? So, warte, wir steigen jetzt erstmal ab. Und was ich ganz schlimm finde, ist, dass ich nicht mehr in Häuser reingehen kann, Chadrick. Das macht mich traurig. Hallo? Was machst du denn hier? Dieser Lastwagen hier. Mit diesem Laster verfrachten wir unsere Oliven zur Erntezeit. Ist also immer mächtig was los. Schön, schön. Ich mag Oliven. Ich habe heute tatsächlich mal richtig geile Oliven auf meiner Pizza gehabt. So richtig naturgereifte, ungefärbte. Oliven können noch besser schmecken. Ich will einen langen Spaziergang machen. Was mich wundert, ist, dass du hier zu so nachtschlafender Zeit einfach so rumspazieren darfst, ohne dass deine Eltern irgendwie Probleme mit haben. Aber ist okay. So, Leute, guck mal hier, Pool. Kann ich da rein? Jawohl, oh. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, aber nice. Hey, Narcheus, warst du nicht happy mit den Häusern? Konntest aber rein. Ja, hier sehen die Häuser dafür jetzt besser aus, dafür kann ich nicht mehr rein. Was ist los mit den Leuten? Und das hier, ne? Diese Interpolationskiste, das macht mich wahnsinnig. Dass so NPCs, die so 3 Meter von dir entfernt sind, einfach so mit 2 FPS an dir vorbeihuckeln, weil die Interpolation ausgeschaltet worden ist. Und hier, sowas. Das ist ein Engine-Problem. Die Engine rafft nicht, wenn irgendwie so ein fettes Gebäude nicht mehr in deinem Sichtfeld ist, wird der Schatten halt ausgeblendet. Weil das Game meint, naja, du siehst das Gebäude ja nicht, dann muss ich den Schatten ja auch nicht rendern. Guten Tag, darf ich hier rein? Nö. So. Warum drücke ich immer X? Was ist los mit mir? Okay, was ist da oben los? Das sieht interessant aus. Gibt es eine Möglichkeit, ohne ins Bett zu gehen, zu sagen, mach mal Tag? Okay, es wird jetzt eh gerade von alleine, glaube ich, wieder Tag langsam. Guten Tag. Dies ist schon was Feines. Die Gerichte sind wirklich lecker. Ich kann alles empfehlen. Das ist auch geil. Ich kann mich nicht entscheiden. Was können Sie empfehlen? Einfach alles. Würde ich, wenn ich ein Restaurant hätte, auch sagen. Das ist einfach alles geil hier. Guten Tag. Du, was haben Sie denn hier im Angebot? Achso, ich habe jetzt erst ein Pokémon gestreichelt. Ich habe dich gar nicht gesehen, so klein wie du bist. Ich wollte hier einkaufen. Hallo? Meine Herren. Das sieht aus wie so eine Grille oder sowas. Das ist doch auch neu, oder? Die sind gerade sehr beliebt. Da hinten ist auch irgendwie Flutter-Action. Ich habe gerade voll geil gelesen, aber das steht voll groß. Ich finde ja, Grafik und Story, das muss halt Hand in Hand gehen. Die Grafik ist ja das, mit der man die Handlung ein Gesicht gibt. Ja, es gibt aber auch Spiele, wo die Story zum Beispiel hier, wir erinnern uns an von Toby Fox, wie heißt es denn? Underworld. Nee, nicht gar nicht wahr. Undertale. Da hast du einfach eine richtig geile Story in einer 8-Pixel-Look. Okay, aber der Pixel-Look transmittet natürlich die Story ganz gut. Also es muss halt schon stimmig sein. Und ich habe es ja noch nicht gespielt, aber ich habe es mir schon sagen lassen, dass diese 3 Questlines, die es ja gibt, also Team Star, Arenen und Gewürze sammeln, dass das auch nachher irgendwie cool zusammengeführt wird. Da bin ich ein bisschen gespannt, muss ich sagen, ob das nice wird. Guten Tag, was ist hier los? Wo kommst du nur her? Hallo? Ich habe ja gehört, dass Vivillon je nach Habitat ganz anders aussehen soll. Da fragt man sich doch, woher es eigentlich ursprünglich kommt. Das ist eine gute Frage. So, es ist Tag, Leute. Nun gehen wir mal gucken. Hier ist eine Flagge und ein Ausrufezeichen. Jetzt finden wir erstmal raus, was das Ausrufezeichen macht. Blaufuchs, ja, die Arena-Orden geben an, wie weit du Neugefangene fangen darfst. Zum Beispiel ohne Erden. Orden gehorcht dir jedes, was du vorher bis 20 gefangen wurde. Ach, okay, alles klar. Also wenn ich ein Pokémon gefangen habe, trainiere es selber hoch, alles tutti. Wenn ich aber ein stärkeres Pokémon fange, wo ich noch nicht den Orden für habe, gehorchen die dir nicht. Wenn die auch mit Höhenlevel gehorchen. Fängst du aber einen mit höherem Level, aktuell höher als 20, gehorchen die dir nicht mehr. Alles klar, damit kann man auch arbeiten. Ja, die Story am Ende ist sehr gut. Meine Liebste bisher. Das heißt viel. Hier, guck. Ach komm, ist egal. Wir haben ja schon über alles gesprochen. Ich will heute nicht mehr so viel auf alles eingehen, aber Texel Density ist halt das Texel Density des Grauens. Guten Tag. Was haben wir hier? Jo, erstmal ein bisschen hier. Da kenne ich noch jemanden, der das gerne gemacht hat. Die Arena-Leiterin. Die Leiterin der Moldrit Arena ist niemand anderes als die kämpfende Konditorin Rona.
Lass dich aber nicht von ihren zuckersüßen Erscheinungen täuschen und bleibe lieber wachsam. Willkommen in Moldred. Guten Tag, heute auch wieder eine glücklich. Hier in Moldred ist das Oliven-Erntefest in vollem Gange. Die Arena-Prüfung ist übrigens ganz offiziell Teil der Festlichkeit. Okay, also das scheint die Arena zu sein, wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe. Guten Tag, da haben wir ein interessantes Bild. Ich gehe doch mal eben rein, ne? Guten Tag. Hey, Foxy. Oh, die Mucke. Du bist also zu dieser Arena gekommen. Heißt das etwa, was ich denke, dass es heißt? Du willst die Arena-Orden sammeln und dich der Pokémon-Liga stellen? Das ist korrekt. Super, ich wusste es. Gut, dass ich es dir vorgeschlagen habe. Bevor du gegen eine Arena-Leiterin oder einen Arena-Leiter antreten darfst, musst du erst noch die Arena-Prüfung meistern. Diese Prüfung verläuft in jeder Arena anders, also informier dich am besten beim Empfang. Hier, die sind für dich. Denk an mich, wenn du deine Pokémon damit heilst. 3 Supertränke. Ach, es freut mich total, dass du auch Champ werden möchtest, Foxy. Ich kann es kaum erwarten. Also dann, halt dich ran, ich bin so hippelig, am besten kämpfe ich derweil einfach gegen all die Trainer, die es hier gibt. Ja, tob dich mal eben aus, ne? So, ich muss kurz gucken, was Shadri geschrieben hat. Das Einzige, was mich wirklich bei der Grafik, abseits von Ruckeln, richtig triggert, ist, wenn das Kampfmenü für Sonnenfinsternis sorgt und nach dem Verlassen des Kampfmenüs wieder Sonne ist, auf der Spitze eines Berges. Das und die Raid-Latenz. Gut, Raid-Latenz ist natürlich, oh, ist auch ein technisches Problem. Also, was mich halt einfach nur stört, ist tatsächlich, dass du halt merkst, dass hier keine Experten am Werk sind. Also, oha, er liest es doch, natürlich, ich lese alles. Ich gebe es auf meine, ich war doch gerade am Chat, also ich kann doch nicht, Cedric, ich kann doch nicht auf den Chat eingehen, wenn ich gerade die lustige Nibila-Frau vorlese. Als du das geschrieben hast, war ich doch gerade am Vorlesen von dieser Frau. Ich kann den Chat auch immer erst dann vorlesen, wenn die Story fertig ist. Wieso, ich kann mich nicht zweiteilen, Bruder. Lese alles durch. Vor allen Dingen deine Kritik interessiert mich doch erst recht. Mann, du, müsst ihr euch mal ein bisschen entspannen. Der Elite ist da, moin moin. Nee, aber kann ich dir zustimmen? Was mich halt einfach nur so, also was mich persönlich triggert, ist, dass die halt Kohle haben ohne Ende und sich, die machen hier Anfängerfehler. Frag mal Elite, Elite kann ich das vorheulen. Das ist halt keine Firma, die in irgendeiner Form Ahnung hat, wie man 3D-Spiele macht. Das sind Anfängerfehler. Wenn du in ein Studium gehst und du lernst irgendwie Game Design und fängst an, in Unity dein erstes Projekt zusammenzustümpern, dann leistest du bessere Arbeit als die da. Das sind Dinge, die lernst du im ersten Semester. Texture Density, dass du vielleicht dafür sorgst, dass deine Texturen einheitlich aussehen. Dass nicht der Boden, keine Ahnung, 4 Pixel hat und die Mauer 20, so weißt du, auf einem Zentimeter. Und das kriegen die nicht gebacken. Hier guckst du dir, ich war in dieser Stadt, an diesem Brunnen, wo jedes Objekt eine andere Texture Density hat. Die Wand sieht beschissen aus, dann hast du 4K Gras, dann hast du eine 2 Pixel dicken, dünnen Streifen mit einer Musterung, dann hast du den Erfsbach mega hässlichen Fußboden. Du guckst dir das an und du fragst dich, Leute, wer hat das gesehen und hat gedacht, ja du, das ist nice, das lassen wir so. Das geht halt einfach nicht. Ich verstehe das nicht und die haben so viel Geld. Warum? Und ich verstehe halt einfach nicht, warum die Leute das mit sich machen lassen. Warum sagt man dann immer, ja, das Game Free, komm. Im Herzen ist es ein gutes Spiel. Stimme ich ja zu. Aber wir hatten es heute, Razy hat mich heute angeschrieben. Das war so ein Moment der Erkenntnis. Razy, Grüße geht raus. Race Fox hat heute den Witcher 3 Trailer gesehen, über die neue Epic Super Duper Mega Grafik Edition. Und dann hat Razy mir geschrieben, ach, es wäre doch echt schön, wenn man ein Pokémon-Spiel in dieser Grafik hätte. Ja. Okay, ich verstehe langsam, warum er beim dritten Stream erst in der ersten Arena ist. Nee, wir haben tatsächlich die ersten 2 Streams, bin ich halt technisch auf alles Mögliche so eingegangen. Jetzt sind wir aber durch. So, wollen wir jetzt schon Arena machen? Ich rede jetzt erstmal mit dem Typen. Willkommen in der Arena von Moldred, aber ich muss sagen, also der erste Stream war komplett rein ein Tutorial, Alter. Da war ja nichts los. Guten Tag. Lass mich dich zuallererst als Herausforderin registrieren, gerne. Dein Name ist Foxy, sagst du? Das ist korrekt, das ist korrekt. Ich bin genau wieder richtig gekommen. Grüße. Ich bin schon wieder durch. Ich musste nur eben. Hilft jetzt nichts. Bevor du dich mit der Arena in Rona messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, am Olivenrollen teilzunehmen. Okay. Also ich muss nicht klischee-mäßig irgendwie 20 Trainer besiegen und dann geht's los. Olivenrollen. Der Olivenabbau spielt eine bedeutende Rolle hier in Moldred.
Hat er mal seine Pokémon geheilt, bevor er zur Arena gegangen ist? Hallo? Ja, selbstverständlich. Ich war doch gerade eben noch richtig schön am Pokémon Center. Und Fauna Cross schreibt, no, Fauna Cross, hast du nicht aufgepasst oder was? Wie ich vorhin beim Pokémon Center war, als ich in die Kackstadt reingegangen bin. Weißt du, da dissen die mich beide und passen halt einfach nicht auf, ne? Unfassbar. Ich kann's nicht glauben. Ihr macht mich fertig, Leute. Ihr macht mich fertig. Also, das kann ja wohl nicht, also wirklich. Chadrick, ich habe meine Pokémon geheilt. Ich bin in diese Stadt reingegangen und das erste, was ich gemacht habe, war mit diesem lustigen Pokémon-Center-Frauen-Mädchen zu reden und habe noch darüber gesprochen, wie die Leute da reingeklippt sind. Erinnert ihr euch nicht mehr? Um die Arena-Prüfung zu bestehen, musst du einen Ball, der eine Olive nachempfunden ist, ins Ziel rollen. Wenn dir das gelingt, werden wir nächstes Jahr sicher mit einer reichen Olivenernte belohnt. Wende dich für Details bitte an das Personal vor Ort. Keine Ahnung, ist alles in einem Geström an Mecker untergegangen. Laber nicht, das Meckern ging danach los. Da waren wir dann schon in der Stadt. Ich markiere ihn für dich auf deiner Karte. Viel Erfolg. Ich habe auch schon viel gelobt. Das habt ihr aber alles nicht mitbekommen, weil ihr habt mich boykottiert. Beweise dich beim Olivenrollen. Tatsächlich habe ich auch einiges gelobt. Ich fand die Farbstimmung zum Beispiel insgesamt deutlich besser als bei Pokémon. Wieso regnet das die ganze Zeit, verdammte Scheiße? So, hier Leute, guckt mal rein. Oh, mein Pokémon-Team ist ja komplett durchgeheilt. Woran mag das liegen? Bin ich vielleicht gerade beim Pokémon-Center gewesen? Verdammt, Loser, Alter. So, aber hier, guck dir mal diese Person da hinten an, Chadrick. Siehst du das, wie sie da langläuft in ihren 2 FPS da im Background? Kannst du mich aufklären, was sie für ein Problem hat? Alter, was ist los mit ihr? Ihr macht mich fertig, Alter. Wie viel hat er sich denn gehalten? Nö. Und vor allen Dingen auch alle so. Alle gingen generell davon aus, Alter, das ist der Blaufuchs, der ist so doof. Der hat sich natürlich nicht gehalten. Gleich mal mitmachen. Nee, hat er nicht, Alter. Ja. Da guckt ihr, ne? Da guckt ihr. So, wo ist jetzt das Olivenrollen? Wir müssen jetzt erstmal Olivenrollen gehen, Leute. Lasst mich doch nicht mehr von euch. Das war bestimmt ein Zauberer. Ja. Olivenrollen. Ich will einen langen Spaziergang machen. Ich will eine große Olive rollen. Ich hab das doch schon mal gesehen. War das nicht das, wo ich mit Razy war? Wo ich meinte, what the fuck ist das denn hier? Das war doch eine Olive. Irgendwo hier ist Olivenrollen. Hier ist doch noch so eine Flagge. Das ist doch ein Oliven-PM. Lass das rollen und Quests erledigen, ja. Ich denke, das ist hier dieses Ausrufezeichen. Also hier ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Vielleicht bei dieser Person? Oder hier? Ich kann alles empfehlen. Nee. Das Olivenrollen ist bestimmt oben drauf. Ich hab das vorhin schon gesehen, man kann da oben drauf. Ja, hier oben, das ist Olivenrollen. Wir gehen am... Oh Mann! Was habe ich denn für einen Schaden, dass ich in meine Hocke gehe? Was spiele ich denn gerade, wo man mit X rennt? Mach mal deine Welt auf, damit ich deine Kämpfe-Fotobomben. Damit ich deine Kämpfe-Fotobombe? Du meinst meine Karte oder was? Ja, warte, ich bin ein bisschen bescheuert, muss ich gestehen. Ich weiß nie, welcher Knopf die Karte aufmacht. Nö. Alter, es ist Y. Ja, ich hab's geschafft. So. Meinst du das hier oder was? Was willst du sehen? Okay, wow. Meinst du das? Was meinst du? Ich bin verwirrt. Duckt sich vor unserem Kommentar. Da fehlt der Donnersound von Riesen 2. Ich wollte es gerade sagen, Dukia. Du kannst ja den Regen nicht mehr genießen, wenn dir dabei nicht komplett die Ohren wegfetzen durch das Donnern von Risen. Du sollst das Game aufmachen. Das meint er. Game? Alter, ich verstehe euch nicht. Ist Game? Was für ein Game? Das Game ist auf! Ich verstehe es nicht. Ich mache erstmal weiter. So, komm. Ich kann es nicht verstehen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe euch nicht. Heute habe ich kein Verständnis mehr vor. Ich habe heute kein Verständnis mehr. Okay, hier ist jetzt hier Olivenrollen. Ne, hier wird gekämpft. Hier wird bestimmt nachher Arena-Kampf gemacht. Wollen wir wetten? Aber hier ist kein Olivenrollen. Da ist ein Ausrufezeichen. Da hinten. Das ist Olivenrollen. Ich glaube, er meint Multiplayer. Ach, das. Sag das doch. Tetrick, hatten wir letztes Mal gemacht. Wir hatten vorhin eine Abstimmung, ob wir heute Multiplayer machen oder nicht. Und wir haben gesagt, heute machen wir Fokus auf Story, weil ich ja nicht vorankomme. Wir haben letzten Stream haben wir komplett Multiplayer gemacht. Nächsten können wir es vielleicht dann auch wieder machen. Jetzt ralle ich's, Alter.
Game, Alter. Du meinst Multiplayer, Bruder. X, Pokémon online gehen, Freundeskreis, Gruppen bilden und los geht's. Ja, du, aber dann läufst du hier, glaube ich, rum und so, ne? Ja, du bist leider im Stream zu spät. Letzten Stream haben wir komplett 3 Stunden Multiplayer gemacht. Razy und ich sind hier rumgeeiert, haben Raids gemacht und haben gegessen und all so ein Scheiß. Olivenrollen. Ich glaube, das ist die Frau. Aber keine Sorge, wir machen nächstes Mal vielleicht dann wieder. Aber heute haben wir Abstimmung gemacht und es wurde gesagt, heute bitte Fokus. Ich hätte mich auch so fokussiert, dann wären halt heute rumgelaufen. Aber nee, ich halte mich an das, was die Community will. Na, wenn ich hier schon eine Abstimmung mache, dann halte ich mich auch dran. Aber nächstes Mal können wir, denke ich mal, gern wieder machen. So, willkommen am Austragungsort für das Olivenrollen. Bei dieser Arena-Prüfung musst du einen riesigen Olivenball bewegen, indem du ihn kräftig anstößt. Hier geht's also um Muskelkraft. Ich muss immer noch lachen, Alter. Heute haben mich schon 2 Sachen erfreut. Einmal das Pokémon-Center-Ding und gerade das macht das Game auf. Was will er? Macht die Karte auf, der Behinderte da. Schön. Ich bin manchmal einfach ein bisschen doof. Bewältige die verschiedenen Hindernisse und befördere den Olivenball ins Ziel. Gelingt dir das? Hast du bestanden. Ich will ja nur in deinen Kämpfen unvorteilhaft im Bild stehen. Das hat Razy auch gemacht. Möchtest du dich an den Arena-Prüfen versuchen? Ja. So, los geht's. Und danach werden wir uns in der Arena stellen. Großartig. Dann sprich den Wunsch nach einer reichen Ernte aus und bringe den Ball mit aller Kraft ins Rollen. Leute, es geht los. Erste Prüfung. Ich finde es schön, dass wir nicht wie immer einfach nur durch irgendein Gebäude durch müssen, Trainer besiegen und ein Rätsel machen. Das finde ich jetzt auch gut. Das ist halt mal Abwechslung. Ob das nun sinnig ist, dass wir hier eine riesige Olive durch die Gegend rollen? I don't know. Nimm am Olivenrollen teil. Let's go. Aber es ist mal was anderes, sag ich mal. So. Oh mein Gott. Okay, das Ding... Es ist klar, los geht's. Gibt's ein Zeitlimit oder besteht es schon einfach daran, komm ans Ziel? Da dürfen wir wohl nicht... Sind das Trainer? Wenn du gewinnst, kannst du die Abkürzung nehmen. Ah, ich kann... Ah, okay, ich könnte jetzt kämpfen. Ich kämpfe mal gegen sie, komm. Wenn du mich besiegst, gebe ich vielleicht eine Abkürzung für dich frei. Soll die mal machen und wir gehen trotzdem den langen Weg. Die wird sich noch wundern, Alter. Ihre Olivenarmee. Charlotte und ihr Pokéball ist einfach kurz weggeklippt. Er hat sich mal kurz versteckt, der Ball. Kurz in einer anderen Dimension. Das ist doch ein Käfer-Pokémon. Da wäre Feuer jetzt geil und Flug wäre jetzt geil und Gestein wäre jetzt geil. In der Zeit, die der Kampf dauert, könntest du auch einfach die scheiß Olive ins Ziel rollen, schreibt Schatzi. Das ist korrekt, aber es geht ums Prinzip. So, ich würde sagen, ich will den ersten ja eigentlich immer so durchziehen, deswegen bei... Oh gut, die hat wieder nur 1. Scheiß jetzt trotzdem rein. Bams, komm. Okay, ist nicht sehr effektiv. Heul mal rum. Ja, ich weiß, der Vogel ist besser, aber ich wollte fast vermeiden, das Pokémon zu wechseln. Ich fahre mal so ein bisschen die Strategie, wenn ich mit purer Gewalt es schaffen kann, ohne einen Wechsel das durchzuziehen, ist es meistens sinnvoller, nicht zu wechseln. Aber in dem Fall können wir ruhig mal wechseln. Wolltest du mal anmerken, wie grunddämlich das ist? Vogel! Sehr schön. Warum einfach, wenn es umständlich geht? Ich will beides machen. Ich will die Trainer besiegen und die Olive auf dem schwierigen Weg durch die Gegend rollen. Versteht ihr das nicht? Das ist mein Ziel. Ich will das. Schaubi schreibt, ist schon jetzt wieder ein großartiger Abend. Ja, das freut mich doch. Ich find's auch schön bis jetzt. Wir haben wieder viel Spaß. Jetzt piekse ich da nochmal rein. Ich wusste legit nicht, dass es da Kämpfe gibt. Ja, Chatrick, ne? Ich schau mich hier gründlich um, du. Ich sag, es ist vielleicht zu gründlich für die eine oder andere Person. Man muss halt damit um, ne? Man muss damit um. So schlimm ist es ja nicht. Es ist halt wirklich nur, es ärgert mich halt einfach. Soll eine bekannte Attacke durch Aquaknarre ersetzt werden? Ja. Wenn die halt hier die Technik noch in den Griff gekriegt hätten, wäre das so ein geiles Game. Es wäre so ein geiles Game. Es ist auch so ein gutes Game, aber es ist halt technisch echt... Ich lache viel. Ich sehe es halt viel mit Humor. Ja, wenn man dann überlegt, dass man normalerweise 70 Euro dafür bezahlt hat, weiß ich nicht. Da ist die Humorgrenze dann nicht mehr so hoch, sag ich mal, ne? So. Hatte die Kämpfe beim ersten Mal auch komplett ignoriert und mit meinem Reittier die Olive durch die Gegend geboxt. So. Aber man kann die auch reiten drinne? Ja, nee, komm, ich mach das mit eigener... So ein bekannter Attacke durch Schaufler ersetzt werden, ja gerne. Mal sehen, wer will denn hier Schaufler lernen? Ah, hier, er hier, das ist doch gut. Warte mal, wir haben den Wangenrubbler. Wir haben
Der Ladevorgang, der Anwender beginnt einen Ladevorgang, was die Stärke seiner nächsten... Oh, komm, ich benutze das eh nie. Ich weiß, das kann strategisch voll gut sein und so, ihr kennt das ja. Aber ich bin ja nicht so der Stratege, ne? Ich bin der Mann mit der... Also ich sag mal so, Pokémon Rot, Glurak und Metallklaue, ne? Oder Metallkralle oder wie auch immer. Schlitzer, so hieß das. Ich habe mich, glaube ich, durch komplett Pokémon Rot durchgeschlitzert am Ende. Es war einfach nur noch lächerlich. Aber hat funktioniert. Ist dir ja nichts besonders schwer gefallen, meine Wand aus Olini zu überwinden? Nee, das ging wohl klar. Guck mal, man kriegt sogar Kohle. Es lohnt sich gleich doppelt. So, Leute. Oh, nanu. Mia entwickelt sich, was hier alles passiert. Es ist Zeit. Sie wird noch hübscher. Sieht tatsächlich ziemlich cool aus, muss man einfach sagen. Eins der schönsten Vogel-Pokémon. Wobei, ich finde eigentlich so ziemlich alle Vogel-Pokémon eigentlich... Da gibt es wenige, die jetzt richtig hässlich sind, so. Die meisten sind schön, ne? So, wunderbar. Dartignis. Sein Revier hat einen Radius von 2 bis 3 Kilometern. Dringen Vogel-Pokémon darin ein, zeigt es keine Gnade. Gut, es ist ein bisschen böse. Feuer und Flug. Ich finde den Anfangsvogel aus der Gen hier richtig nice. Du meinst hier die Ente? Die WC-Ente? Team Shetrick, glaube ich, ne? Du hattest auch WC-Ente, oder? Mir versucht Nitro-Ladung zu erlernen. Ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Nicht den, was meinst du denn dann? Also nicht das Starter-Ding. Warum habe ich den Anfangsvogel dann nicht? Ich habe noch gar keinen gesehen. Den Vogel, den man normalerweise auf den ersten Routen findet. Okay. Ich war bis zu diesem Spiel Schwalboss-Fan. Diese Gen wurde Schwalboss entthront. Patrick, ich muss es nun wissen. Der ist etwas abseits der Route in der Generation. Ja, Razy, da müssen wir nochmal gucken gehen. Ne? Was ersetze ich denn jetzt mal? Dreschflegel attackiert richtig. Wer schadet an wem? Oh. Ja, komm, ich mach den Dreschflegel wieder weg, ne? Komm. Habt ihr ja vorhin rumgelullt, dass ich das gelernt habe. Weg damit. Wir kriegen nie wenig Schaden. Haben nie wenig Leben. So, Leute! Meine Güte, ich muss jetzt mal Pause machen. Na gut, meine lieben Olini, gebt den Weg frei. Und wie ich das weg... Ich werde das so wegignorieren. Wir gehen trotzdem den komplizierten Weg. Aber bevor wir das machen, müssen wir jetzt erstmal eine kleine Pause machen, denn der Hahn hat gekräht, meine Lieben. Es ist Zeit, es ist Zeit. Wir machen eben entspannte 5 Minuten Pause. Oh, hier, guck mal, der Schatten, der weiß auch wieder nicht, ob er da sein will oder nicht. Oh, die Technik, die begeistert. Ich sag da nichts zu, ne? Ist ein gutes Game. 70 Euro, gut investiert. Meine Lieben, wir machen kurz 5 Minuten Pause und dann geht das hier gleich munter weiter. Wir werden unsere riesige Olive weiterrollen und ja. Versorgt euch mit was zu knabbern, versorgt euch mit was zu trinken und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann gerne gleich in 5 Minuten wieder. Ich bin echt mal gespannt auf die erste Arena, muss ich sagen. Und ja, bis dahin, Leute. Bis gleich.